Wie im letzten Video bereits verkündet, gibt es neben der Goldenen Kompanie noch zahlreiche weitere Söldnerarmeen, die wir uns hier nach und nach anschauen wollen. Der Armee, welcher wir uns heute zuwenden, hatte sogar schon in der TV-Serie einen Auftritt, und zwar geht es im heutigen Special um die Zweitgeborenen. Man who fights for gold can't afford to lose to a girl. Your Grace. Allow me to present the captains of the Second Sons. Die Zweitgeborenen sind eine Söldnergruppe aus Essos, die ihre Schwerter für Gold verkaufen. Ihr Banner zeigt ein zerbrochenes Schwert und sie hören nur auf ihren Kommandanten. Sie führen einige Bräuche, so das Führen eines Schlachtenbuches, in dem jedes Mitglied eingetragen wird mit dem Datum des Eintritts, der Name der Schlachten, in denen er kämpfte, sowie die Todesursache. Mittlerweile führen die Zweitgeborenen schon das vierte Buch. Während die Goldene Kompanie eine der bekanntesten ist, so sind die Zweitgeborenen, mal ganz abgesehen von ihrer Bekanntheit, auch die älteste Söldnergruppe. Sie wurde von etwa 40 Söhnen hoher Adelsfamilien gegründet, die weder Land noch Erbansprüche besaßen. Seitdem ersuchen landlose Lords, verbannte Ritter und Abenteurer aus aller Welt bei ihnen Zuflucht. Zwar haben sie nicht den Ruf der Goldenen Kompanie, doch haben auch sie einige berühmte Schlachten bereits gewonnen. Etwa 400 Jahre vor dem Krieg der Fünf Könige beorderten die Magister von Kuhor die Zweitgeborenen sowie die hellen Banner, damit diese die Menschen vor den wilden Dothraki schützten. Gleich am ersten Tag flohen aber beide Söldnergruppen, weil sie dachten, die Stadt sei bereits verloren. Die Schlacht wurde aber dann dennoch gewonnen, nachdem rund 3000 Unbefleckte verspätet in die Stadt eintrafen. Nach der ersten Schwarzfeuer-Rebellion auf dem Rotgrasfeld flohen die meisten Anhänger Daemons über die Meerenge, wo sie sich als Söldner verdingten. Viele schlossen sich den Zweitgeborenen an, so auch Aegor Strom. Allerdings verließ dieser die Zweitgeborenen schon nach kurzer Zeit wieder, um seine eigene Kompanie zu gründen, die wir heute als die Goldene Kompanie kennen. Er wollte damit der Aufsplittung der einstigen Waffenbrüder Einhalt gebieten. Sowohl Oberyn Martell als auch der Flickenprinz kämpften in den Reihen der Zweitgeborenen. Nachdem Mero allerdings der Kommandant wurde, ließ der Ruf der Zweitgeborenen stark nach. In den Büchern als auch in der Serie übernahm Daenerys Targaryen die Befehlsgewalt über die Zweitgeborenen. Da die Zweitgeborenen mit den Sturmkrähen in der Serie zusammengefasst wurden, verdoppelte man ihre Anzahl auf 2000 Mann. In den Büchern dagegen sind beide Truppen jeweils nur 500 Mann stark. Die bekanntesten Mitglieder der Zweitgeborenen sind die Anführer Daario Naharis aus Tyrosh, Brendal Nagesen aus Altgis und Mero aus Braavos. Sowohl Nagesen als auch Mero wurden von Daario Naharis in der Serie getötet, weil sie einen Komplott gegen Daenerys schmiedeten. Naharis wurde daraufhin neuer Kommandant der Zweitgeborenen und sicherte seine Unterstützung Daenerys zu. In den Büchern wurde Mero, der Bastard der Titanen auch genannt, von Astan Weißbart verletzt und anschließend von mehreren Befreiten erstochen, als dieser Daenerys töten wollte. Sogar Tyrion Lannister verschlug es in den Büchern zu den Zweitgeborenen, der sich zum Mitglied hat machen lassen. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder einmal gefallen und ich konnte euch einiges Neues zu den Zweitgeborenen erzählen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao! Gladly, Your Grace.